In der letzten Folge hat ein geheimnisvoller Fremde den idiotischen Elch und das altkluge kleine Eichhörnchen gefesselt und geknebelt. Sie haben außerdem den Erzähler dieser Serie gefesselt und geknebelt. Und nur wir Bösewichter sind noch übrig, was, Chef Villain? Und du sagst, du hast die Sprengstoffformel? Klar, sie ist hier auf dem Tonband drauf. Lass hören. Okay. Ich muss Ihren Fall mit meiner Kollegin beraten. Ja, Schätzchen. Das warst du, Natascha. Das ist Dr. Seltsam, die es lernte, die Bombe zu lieben. Sie sagen es. Baranov, wenn du glaubst, ich bin hier, um lausige Witze zu hören. Warten Sie, jetzt kommt eine gute Stelle. Oh, ich bin nämlich Filmliebhaber, wissen Sie? NH3CO2, U235 und eine Prise Salz. Oh, Bullwinkel, jetzt ist es geschehen. Da war sie, furchtloser General. Wunderbar. Ich hätte nie gedacht, dass du etwas kannst. Glauben Sie, sie hätten es mit deinem Esel zu tun? Dafür verkürze ich die Gefängnisstrafe deines Onkels auf lebenslänglich. Zu gütig, furchtloser General. Und außerdem darfst du mich FG nennen. Juhu! Und jetzt spul das Band zurück, ich will diesmal mitschreiben. Okay, FG. Warte, da ist noch etwas. Das ist unwichtig. Schwein. Das ist oh Mann, wird der furchtlose General dieses Band hört, Natascha. Du hattest das Tonband nicht ausgeschaltet. Oh Mann. Wirst selbst seine hässliche Fratze erstrahlen. Was war das? Ich werde jetzt zurückspulen. Nein. Oh, er ist wirklich hässlich, nicht wahr, Boris? Das kannst du laut sagen. Er ist ein selten schwerer Fall von Hässlichkeit, wie er nur alle Jubeljahre einmal vorkommt. Komisch, was, FG? In einer Geisterbahn könnte er ein Vermögen verdienen. Tja, soweit die kleinen Witzchen. Witzchen? Natürlich, wir haben nur Spaß gemacht, FG. Für dich, furchtloser General. Natürlich, furchtloser General. Ich würde... Das ist ein Ende, oh. Badenow. Oh, Mann. Und was das Tonbandgerät angeht, nimm das. Und das. Und wie hat dir das gefallen? Ich glaube, es hat ihm nicht gefallen. Und was jetzt, Boris? Was schon, wir rennen wie die Hasen. Gute Idee. Und weißt du was, Hasimas? Wir nehmen die Geheimformel mit. Du meinst, wir stehlen sie. Warum nicht? Irgendwie fällt mir nichts ein, was dagegen spricht. Und die beiden Bösewichter rannten mit der kostbaren Bandaufnahme davon. Währenddessen auf dem Schiff? Der Chef schon da? Überfällig. Alles bereit? Ja, Elch gefesselt und geknebelt. Gut. Das Eichhörnchen ebenso. Gut. Sehr komisch. Was? Chef kommt sonst nie zu spät. Stimmt, sehr komisch. Äußerst komisch. Haha. Normalerweise müsste der Erzähler jetzt sagen, plötzlich betrat eine bekannte Gestalt den Raum und so weiter. Und dann kommt der Chef. Ich weiß. Joe, eins noch. Was? Den Erzähler haben wir auch ausgeschaltet. Wir sollten das Klebeband abmachen. Ja, sonst geht die Geschichte nicht weiter. Ben, ist eine sehr gute Idee. Joe? Ja? Du bist zum Schreien. Aha! Mach das Klebeband ab. Gut. Au! Eins haben wir vergessen. Ja? Er hat einen Schnurrbart. Nein. Er hat einen Schnurrbart. Plötzlich betrat eine bekannte Gestalt den Raum. Tagchen, Chef. Wie ich sehe, habt ihr sie zu fassen gekriegt. Gute Arbeit. Du meine Güte, das ist ja Kapitän Pinchfass. Alles Weitere in der nächsten Folge. Sie sind wieder da. Snoopy und seine Freunde. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn. Ihre tollsten Abenteuer. Lustigsten Missgeschicke und frechsten Streiche. Viel Spaß mit Snoopy und seinen Kumpels. Gleich die Peanuts auf Junior. Unter Wasser ist die Freude groß. Rein in die Strömung und ab geht die Post. Dem Regenbogenfisch fällt immer wieder etwas Neues ein. Ein guter Filmemacher ist immer daran interessiert, wahre Lebensmomente einzufangen. Aber ich sehe unmöglich aus. Lass mich wenigstens meine Schlappmaske. Und Schnitt. Nirgendwo ist das Leben so bunt wie unter dem Meer. Erlebt die schönsten Geschichten und die spannendsten Abenteuer aus der Tiefe der See. Der Regenbogenfisch. Morgen um 7 Uhr. Auf Junior.